Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Find Princess Di. Hi, Mathis. willst du mir drohen? Warte, ich drohe zurück. Ja, jetzt hast du Angst, ne? Haha, jetzt läufst du weg, wusste ich's doch. Komm, bleib hier. Ich stech dich ab. Ich stech dich ab. Was ist das? Was ist das? Was hast du da? Was ist das? Wo hast du den denn schon her? Das hab ich nicht mitgekriegt. Aha. Können wir ja direkt draußen aufstellen, oder wie war das? Und was schluckt der für Munition? Also Müll. Ah, okay. Cool. Cool. Oh, cool. Oh, trotzdem cool. Ja. Sollen wir nächsten Tag auch wieder looten gehen? Ja, ne? Also wir haben ja noch nicht viel gefunden. Ich meine, wir haben viel Trash gefunden, also viele Sachen so, die man schon braucht, aber nicht so survival-mäßig jetzt unbedingt braucht, ne? Ah ja, und ich wollte ja hier noch eine vernünftige Tür einbauen. Und den Schreibtisch hier wegholzen. Ich sehe ja nichts. Wenn ich hier stehe, sieht man gar nichts mehr. Und das bringt uns darauf, dass wir auch noch ein paar Fackeln brauchen. Ja, aber direkt vor der Fenster, da sieht man nichts. Oder zumindest, wenn man in die Richtung geht, dann wird es auf einmal dunkel. Wenn man vor der Fackel steht, ne, dann siehst du da was. Aber wenn du dann in Richtung den Ding gehst, dann wird es auf einmal dunkel. So, als ob man quasi selber Schatten macht. Ja gut, die erste Nacht, die machen wir ja ne, im Haus hinten. Also in dem Steinhaus und die erste 7-Days-Nacht. Und aber nichtsdestotrotz, irgendwann kommen ja auch noch hier Horden, auch so tagsüber und so, ne? Also ich würde sagen, wenn wir genug. Ja, man könnte einen Graben ziehen und Spikes rein. Eine Wand, meinst du? Ach so. Ja, quasi komplett was bauen. Ein komplettes Haus, oder? Okay. Ja, aber aus Holz, hier hält doch nichts aus. Da brauchst du aber Metall für. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber früher hielten die. Ich weiß nicht, wieso du was siehst. Ich sehe hier nichts. Also früher waren die Holzblöcke nichts wert. Ja, das weiß ich. Treff den Ficker doch nicht. So, habe ich zumindest meinen Pfeil wiederbekommen. Arschloch. So. Sollen wir los? Win-win. Nach Sinn natürlich. Da waren wir fertig, genau. So, Richtung Stadt. Sollen wir nicht Richtung Stadt? Ich würde sagen, Richtung Stadt. Da kann man wenigstens viel looten. Das lohnt sich wenigstens.
Ich habe schon wieder Durst. Wieso habe ich schon wieder Durst? No risk, no fun. Mit meiner einer Keule. Apropos Keule, ich wollte ja mal gucken, ob wir eine Eisenkeule hätten machen können. Naja, gut. Jetzt ist es zu spät. Ganze Nacht verquatscht, anstatt was Vernünftiges zu bauen. Echt jetzt? Guck gerade auf die Framerate, also stabil 55 Frames. Also die Grafik-Engine rennt, also haben sie gut gemacht. Echt? Hat er das wieder gelöst? Bab. Bab. Bist du? Ich dachte, wer ist hinter mir? Deswegen, ich habe jetzt gar nicht großartig drauf geachtet. Aber du hast recht. Ist aber lästig, wenn man das jetzt mal neu machen muss. Sollen wir erstmal hier dieses Steingebäude looten oder sollen wir direkt durch bis zur Stadt? Ich meine, hier gibt es ja auch. Okay. Alles klar. Ja, da hast du recht mit. Hallo Freund. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Komm. Ja, komm zu Mami. Ja, komm zu Mami. Komm. Ja, ich warte darauf, dass du von hinten kommst und ihn eins überbrätst. Komm zu Mami. Noch einer? Nein. Komm zu Mami. Komm, brat ihn doch endlich mal ein. Ah, vorbei. Also offensichtlich ist das Ziel, haben sie etwas geändert. Da-da-da-da-da. Ich weiß. Da-da-da. Aber man kann ich nur einen Pfeil zurück, ne? Nur den letzten. Was? Was ist O? Was ist O? Oh! Nein, 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 nein. Damit legen wir uns noch nicht an. Nee, nee, lass mal gut sein. Das war aber eine gemeine Stelle direkt hinterm Hügel. Da wären wir voll reingelaufen, ne? Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber da sind immer Hunde. Da sind immer Hunde. Komm, lass uns zur Stadt gehen. Im Kopf. Das war, hat auch genug Pfeile gekostet. So. Also man kriegt doch alle zurück, habe ich gerade probiert. Nee? Ah, okay. Ja, ich habe jetzt bei der habe ich jetzt auf jeden Fall alle gekriegt. Ach, du bist schon weiter. Ja, ich wollte zuerst warten. Ich denke so, ach, der ist noch hinter dir. Also, ganz chillig. Wo bist du denn gerade? Ah, da. Ich wundere mich, diese Baumstumpfen, die haben ja früher auch dann mal Loot beinhaltet, aber die sind jetzt wirklich nur noch Baumstumpfen. Wobei ich nicht weiß. Und wie kriegt man den? Okay, cool. Ah, ich habe den neuen Patch noch nicht eingespielt. Wop. Mit dem noch größeren Envy. Dem Mod. Mit dem noch größeren Envy. Okay, dann. Ah, also ich habe genau auf den Kopf gezielt.
Headshot! Also hier kommt man schon nicht gut rein. Gucken. Ja, aber mit möglichst kleinen Aufwand halt, ne? Ist alles verbarrikadiert. Ups, was haben die denn da? Oh, eine Tiefgarage. Von hinten kommt man gut rein. Ich habe schon wieder ein Bier. Ich habe schon wieder ein Bier hier. Das mag ich doch sehr. Okay, ich bin drinnen. Wo bist du? Ah, du bist eins weiter gelaufen. Okay. Bringt das eigentlich irgendwas, die Pakete zu zerstören? Kommt da irgendwie Loot oder ist das wirklich nur für die komplett sinnlose Katz? Diese ganz normalen Kartonpakete. Ah, okay. Also macht nicht wirklich Sinn. So, jetzt nehme ich mal die Spitzhacke. Ich hoffe, die hält mal ein Weilchen, weil hier ist eine Kiste hinter einer Mauer versteckt. Ja, wir sind lustigen Holzhackerwurm. Warum hast du immer Glück? Ich gönn's dir ja nicht. Ah, da geht auch eine Tür andersrum. Super. Vollkommen unsinnig hier die Wand zerstört. Wobei ich gerade sehe, der Knüppel ist eh fast kaputt. Oh. Der kenne sich. Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen an Feiern, deswegen, ja. Wie geht die? Ach, da ist kein Sprit drin. Verdammt! Kenne sich ohne Sprit ist scheiße. Schon wieder. Ich habe noch 53, also so viel besser bin ich auch nicht dran, ne? Aber er droppt ja den Loot noch nicht, also von daher ist noch nicht drop it like it's hard. Das habe ich ja noch nicht umgestellt. Ich hatte noch gar keine Zeit, ich bin ja quasi gerade erst zu Hause. Ja, quasi. Ich habe schon gegessen. Und ich habe mit den Kindern eine Runde gespielt. Jetzt habe ich die Kette sich und habe keinen... Schon wieder abgeschmiert. Schon wieder abgeschmiert. Headshot! Nee, gerade nicht, nein. Oh, scheiße. Ja, dann komm doch zu mir. Ich bin in dem großen Haus drin, genau. Wo auf der Rückseite ist eine Tiefgarage. Bin so ein bisschen Stück für Stück mir den Weg freier machen gerade. Durch die Tiefgarage von hinten rum. Ah, da ist was drin. Man kommt nur nicht dran. Fuck. Komme ich hier hoch? Nein. Versuchen wir es nochmal. Versuche an die Handtasche, die da in dem Loch drin ist, dran zu kommen. Oh, super Papier, hat sich ja voll gelohnt.
Also hier habe ich schon zwei gekillt. Hier müsste jetzt der Weg schon mal frei sein. Klingt so, als hättest du was gefunden, ne? Oh, der hängt hier aber cool rum, oder? Also bei mir, die hängt er im Türrahmen. Brauchst du Wasser? Ja, ich sag doch, ich nehme immer was mit, siehst du? Ja. Ist natürlich jede Menge Metall. Ich weiß nicht, wie lange braucht man, um das Metall kaputt zu machen? Da brauchst du schon was Stabileres, ne? Wenn jemand einen Schritt nach vorne mich auch rein kann, danke. Oh, noch mehr Wasser, ja. Noch mal ein Bier. Electrical Parts habe ich gerade gekriegt. Leere Gläser, also leere Gläser und so, das kriegst du immer noch so gut wie früher. Okay. Ich bin schon mal unterwegs nach oben, ne? Da geht's nach draußen anscheinend. Okay. Ah, ich habe eine Freundin. Ah, ich habe zwei Freundinnen gefunden. Ich bring die mal mit. Oh, ich bin, was ist das mit diesen Poisonous? Mild Infection. Ich habe eine Infektion. 1,2%. Okay, Honig oder Antibiotika? Danke. Oh, Blut. Blut, das ist gut. Machst du die Küche hin? Gehe ich schon mal weiter vorsichtig. Ah, cool. Schmeiß hin. Hier irgendwo Schritte. Ja, da steht jetzt. Da steht jetzt. Threaded mild infection. Aha, behandelte milde Infektion quasi. Kam denn jetzt her? Ich bin tot. Scheiße. Ja, die ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Das ist mir auch aufgefallen beim Schießen, weil ich ziele eigentlich immer auf den Kopf, ne? Und ich treffe also definitiv nicht immer. Oh, bin ich froh, dass denen Blut noch nicht droppt.
Drop It Like It's Hard. Na, ich bin auf dem Weg. Bin gerade über den Hügel. Na, ich bin jetzt wieder gesund. Haha. Also anscheinend kriegst du, also ich habe auch wieder 103er Lebenspunkte, also anscheinend, ja, wirst du noch nicht abgestuft. Wahrscheinlich erst später oder so. Ja. Ah, okay. Ja, habe ich jetzt nicht geguckt. Ach, da ist der Bär schon wieder. Den hätte ich jetzt glatt vergessen. Das scheint aber ein normaler Bär zu sein. Der hüpft da so ein bisschen rum. Der tanzt, glaube ich. Solange er nicht in die Nüsse geht, finde ich, ist alles okay. Ja, ich weiß total, was du meinst. Da denkt man immer, jede Sekunde kommt was rein, ne? Ah, ich habe ihn gefunden. Der ist draußen an der Mauer. Bin jetzt einfach mal an ihm vorbeigelaufen. Da kann er ja ruhig weiter an der Mauer rumhacken. Das bin übrigens ich, die schnellen Tritte. Nur so zur Info. Nicht, dass du denkst, es kommt ein Zombie gerade. Ein Eigalopp oder so. Wandering Horde oder so. Wo? Sagte er und hatte eh eine. Ja, du hast auch eine Knarre dabei. Du Künstler. Bist mit dem Zimmer hier fertig? Oh, ja, ja. Ui, der war schon nice hier. Der war nice. Richtig splattermäßig. Oh, schön. Nebenraum. Oh, ich komme. Puh. Warum wollte ich nochmal kommen? Ja, definitiv würde ich mal so sagen. Eine Fliegerbrille. Ich habe einen Zweier Holzknüppel gefunden. Irgendwie klingt das immer noch, als wenn jede Sekunde was kommen würde. Warum hat er den Stuhl aufgehoben? Ich wollte doch den Stuhl gar nicht aufheben. Diesmal habe ich keine Lockpicks dabei. Okay, cool. Dann gehe ich schon mal zum nächsten Raum. Ja, man muss mich so was machen lassen. Du kannst halt nicht so gut. Ich glaube, das macht Lärm. Was meinst du? Nice.
Ja, das hat sich auch total. Ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Das ist total nervig. Oh, nochmal vier Blutbeutel. Nee, leider nicht. Ich kann dir nur Hundefutter, kann ich dir nur anbieten. Wer baut denn sowas? Ah, man kann da hochklettern. Nice. Ich fragte mich gerade, wer baut denn sowas, ne? Es tut mir leid. Ich bin stehen geblieben. Ich bin echt sofort stehen geblieben. Ich hab's ja mitgekriegt. Ja, ich habe nach der Mine geguckt. Ich wusste ja nicht, dass ich schon drauf stand. Ich habe auch keinen Klack gehört. Ja, lass mal, ist ja nicht unter. Na, Hauptsache, sie sind beschäftigt. Lass doch die kleinen Kinderchen spielen. Das ist aber heftig, ey. Was denn? Level? Oh. Der Bär greift das Reh an. Der Bär greift echt das Reh an. Das ist ja Hammer. Der hat gerade das Reh gefällt. So, jetzt geh mal weg da. Dann kann ich es nämlich ausnehmen, Junge. Der hat echt das Reh angegriffen und voll gefällt. Ich tue dir doch ja nichts. Ah! Ich sagte, oh! Interessiert ihm gar nicht, dass ich oh sage. Oh, ist weg. Nein, ich hab dich doch gar nicht ignoriert. Ich höre dir die ganze Zeit zu. Ich war nur gerade mit meinem Leben beschäftigt, ja. Tut mir doch leid. Ich hab doch die scheiß Mine nicht gesehen. Ja, ein Kompott. Mann, ich fass es nicht. Aber dafür habe ich gerade Frischfleisch gelootet. Also draußen steht er jedenfalls nicht mehr, wenn das die Frage beantwortet. Ich bin jetzt schon mal zum nächsten Haus. Das ist natürlich toll, eine Baustelle und die Tür ist gesperrt. Haha. Alles klar, ich loot noch weiter.
Ich habe ein Rezept. Weißt du was? Ganz toll. Für. Ich weiß nicht. Ich traue mich gar nicht, es zu sagen. Willst du es wirklich wissen? Ja, ich habe ein Rezept bekommen für Kuchen. Was? Nee, ich sagte, ich habe Karina ins Bett gebracht. Nee, nee, Ka hatte ich gesagt, Kills? Hatte ich Mehrzahl benutzt? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Dann war das eine Fehlaussage. Nein, Alea ist noch am Lernen. Die ist noch da. Aber die sitzt nicht bei mir. Die sitzt nur im Wohnzimmer. Das wär's, ne? Doch, doch, die lernt. Nee, nee, die lernt. Ich sehe sie hinter mir und sie. Legst du das Handy aus der Hand? Jupp. Oh, 17 Uhr, hast recht. Ich habe jetzt 7. Aber dafür habe ich 24 Frischfleisch gerade aus dem Reh rausgeholt. Genau. Hit me, baby. Sagt es. Ja, da war ein Bogenpart drin. Zwei. Zwei. Oh. Ein. Ja, ich sag doch gerade zwei. Ja, dann muss er ja erstmal Weisheit wieder dazu kriegen, glaube ich, ne? Das hatte ich. Ich habe es gerade voll gelohnt. Ich habe eine AK gefunden. AK Stufe 1. Naja. Was ist ein Stun-Button? Ah, okay. Den habe ich auch. Ah, okay. Alles klar. Also ich schieße lieber mit dem Compound Bow, also definitiv. Also ich kann damit einfach besser zielen. Ah, okay, den kenne ich noch nicht.
schleiche mich in deine Richtung. Sprich, ich bin erschöpft. Nein, ich bin überlastet, erschwert. Klingt nicht. Genau, das ist super wichtig. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig zurück. Cool. Wann wird's noch mal dunkel? Uhr. Okay, dann habe ich ja noch Zeit. Aber ich bin noch 440 Meter weg. Ich bin einfach zu schwer. Ja, bastel du schon mal. Aber müsste ich dann nicht das Rezept haben für den Compoundbogen überhaupt bauen zu können? Ach so. Okay, alles klar. 350 Meter. Von dem Reh, was gekillt worden ist vom Bären. Ja. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier mal sagen, ich will beenden die Folge. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ja. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge, in der ich dann hoffentlich rechtzeitig das Haus erreiche. Bis dann. Tschüss.